Moin, liebe Top-Familie und damit ein herzliches Willkommen hier zum vorvorletzten Video zur sechsten Staffel von The Masked Singer. Es war das Halbfinale, meine Lieben. Das war eine grandiose Show. Eine grandiose Show mit so vielen tollen Auftritten, mit so vielen Highlights. Also, das war Hammer. Also, nochmal eine Steigerung zu letzter Woche. Jeder hat wirklich alles gegeben, um ins Finale zu kommen. Denn es wurden zwei Masken demaskiert. Meiner Meinung nach, von der ganzen Performance, für mich fast gefühlt die falschen, bin ich ehrlich. Ja. Ihr werdet immer, und das sage ich hier auch nochmal, gleich, wenn ich ja die Duelle hier anzeige, es gab zwei Dreier-Duelle, wo ich gleich natürlich auch drauf eingehe kurz, da seht ihr immer einen Punkt dann unter und das ist dann die Maske gewesen, für die ich abgestimmt habe in der Runde. Und ich bin ehrlich, ich habe mich noch gar nicht entschieden, was mein Lieblingsauftritt heute war. Bin ich ehrlich, habe ich noch gar nicht irgendwie mich entschieden. Entscheide ich spontan. Ich weiß es noch nicht. Nun denn, fangen wir in der Reihenfolge an. Mit dem ersten Duell. Welches heißt Disco-Kugel gegen Dornteufel gegen Zebra? Ihr habt noch gesagt, nein, dieses Duell wird nicht stattfinden. Disco-Kugel wird doch noch nicht gegen Zebra antreten und auch noch nicht Dornteufel. Ich habe es vorhergesehen. Ich habe, und das möchte ich hier betonen, die Duelle vorhergesehen. Warum? Weil ich es geahnt habe. Ich hatte einfach ein Gefühl und ich hatte das richtige Gefühl. Und das freut mich. Fangen wir an mit Disco-Kugel. Hat das Halbfinale eröffnet mit Lady Marmalade. Erstmal diese optische Täuschung, dass man denkt, dass diese Frau hinter diesen Gittern Disco-Kugel ist. Dabei war das einfach nur eine Tänzerin, die da so Akrobatik gemacht hat. Und dann kam erst die Disco-Kugel. Coole optische Täuschung, muss man sagen. Und ein geiles Lied, das muss man sagen. Bei sehr vielen Liedern aber hat man heute gemerkt, erst war so ein anderer Rhythmus oder eine andere Musik und dann erst, wenn man auch natürlich die Lieder kennt, und erst dann hat man Lady Marmalade auch erkannt. Also das muss man sagen, das war schon krass in dem Sinne. Hammer Performance, coole Bewegung, auch irgendwie die Delle hinten, fand ich sehr, sehr lustig. Ja, also wundervoller Auftritt, toller Auftritt. Ja, mehr kann man erstmal nicht dazu sagen. Kommen wir zum Auftritt Nummer 2. Und zwar Dornteufel rockt oder hat die Bühne gerockt mit Dance with Somebody von Mando Diao. Hammer. Also ich sag's so, wie es ist. Man weiß, wie gesagt, möchte ich auch nochmal kurz betonen, ich vergesse es manchmal mal am Anfang. Am Anfang, nicht am Anfang. Am Anfang. In diesem Video keine Namen, wir reden hier über die Show, wir reden hier über Lieblingsauftritte, über die Votings, über die Demaskierung. Dafür sind immer diese Videos da. Über die Namen reden wir am Freitag, weil dann kommen die finalen Namen. Da bin ich auch sehr gespannt. Weil vielleicht recherchiere ich noch zu dem einen oder anderen was, weil ich mir jetzt irgendwie unsicher bin. Sage ich so, wie es ist. Ich sag's aber so, wie es ist. Dieser Promi, der da unter ist, der muss zu Let's Dance. Also da steckt so viel Potenzial drin, ne? Hammer. Wirklich. Hammerstimmung. Hammer geliefert. Mit so viel, ja, so viel Tolles war bei dieser Performance mit bei. So viel Tolles einfach. Und das war grandios. Wirklich grandios.
Ja, und dann, ach ja, und auch nochmal, das muss man hier auch nochmal sagen, Duett mit Nico gemeinsam. Nico Santos war ja im Rateteam. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde Nico toll. Er hat einen tollen Humor. Ich bin ehrlich. Also, es schreiben ja immer viele und auch viele von euch sagen das ja mit Ruth weg und irgendwie Ray weg und neues Rateteam soll her. Ich habe tatsächlich mal einfach so für mich so Kombis aufgeschrieben, was ich mir vorstellen kann, wer da sitzen könnte. Weil natürlich muss man sagen, man braucht da jemanden wie Ruth, die auch irgendwie so viel recherchiert und so viel weiß. Und da kommt für mich von den Frauen nur eine in Frage. Ich weiß, das gehört hier jetzt gerade nicht zum Auftritt, aber trotzdem ist hier jetzt nur das Bild zu sehen. Und das ist für mich Caroline Kebekus. Caroline Kebekus mit Nico Santos wäre interessant. Oder, weil das auch von der Kombi her irgendwie passen würde, Caroline und Giovanni oder Caroline und Ralf Schmitz. Weil waren beide jetzt ja auch schon in dieser Staffel mit bei, könnte ich mir irgendwie als Kombi sehr gut vorstellen. Fände ich geil. Oder ein Gesicht von ProSieben, wie zum Beispiel Rebecca oder Annemarie, die vielleicht sogar einer von denen dann fest in der Mitte ist und der andere moderiert dann immer mit nach The Masked Singer. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, bin ich ehrlich. Außer Rebecca macht vielleicht in einer der nächsten Staffeln mal damit, dann kann sie nichts von beiden machen. Aber Dorn Teufel, Hammer-Duett mit Nico Santos noch. Und dann einfach auch so diese Gewitztheit bei der Maske. Wenn die Maske redet, so mit dem Rateteam. Mega lustig, ich war mega unterhalten. Sowohl beim Auftritt als auch noch nach dem Auftritt. Ja, und dann komme ich zum dritten Auftritt, nämlich zum Zebra. Und das Zebra hat begeistert mit Teenage Dirtbag von Reaches. Ich bin ehrlich, von allen drei Songs, das hat mich leider, und das muss ich leider zugeben, am wenigsten abgeholt. Ich habe das ja auch schon zu euch in den Videos gesagt, oder am Freitag ja gesagt. Es ist sehr, sehr viel abhängig davon, was für ein Song kommt, wie die Performance ist. Und das hat mich persönlich beim Zebra, wenn ich so die letzten Shows durchgehe, wo Zebra hier, was hat Zebra alles gesungen, wenn ich hier nochmal so durchgehe? Zebra hat gesungen, hier, Rise Up, Hit Me Baby One More Time. Also, Zebra hatte so tolle Auftritte. Ja, was sonst noch? Rise Up, I Am Woman fand ich auch mega, muss ich zugeben. TikTok ist immer als, was heißt als erstes, aber ist immer in den Duellen weitergekommen, hat nie gezittert und deswegen kann ich jetzt ja darauf eingehen. Zebra musste gemeinsam mit Dorn Teufel zittern. Disco-Kugel ist direkt weitergekommen. Ihr habt ja schon gesehen, für wen ich gestimmt habe, deswegen sage ich so, wie es ist. Ich hätte mir eher Dornteufel oder Zebra trotzdem gewünscht. Nun denn, Disco-Kugel, also sicher im Finale. Die anderen beiden mussten zittern. Kommen wir zu Duell Nummer 2, was da heißt Ork gegen Gorilla gegen den Seestern. Ja, fangen wir an mit dem Ork. Von allen Liedern heute und bei Teenage Dirtbag, da war trotzdem eine geile Performance und hat mir, würde ich jetzt mal sagen, von den Platzierungen her, ist das auf den vorletzten Platz, Teenage Dirtbag, für mich. Auf den letzten ist für mich tatsächlich die Performance des Orks. Hat gesungen Mein Heer von Liza Minnelli. Nee, Liza Minnelli. Liza. Ich sag Liza und ich weiß auch selbst, dass es Liza Minnelli heißt. Von Liza Minnelli. Mich hat's gar nicht abgeholt. Also wirklich gar nicht. Es war eine Bewegung da und es war Tanz da. Ja, das möchte ich ja auch null bestreiten. Aber die Musik hat mich leider null abgeholt, muss ich zugeben. Ja. Fand ich ein bisschen schade. Da war ja auch so ein bisschen französisch irgendwie mit drin. Und
während Ork gesungen hat, habe ich tatsächlich, oder davor im Indizienvideo, habe ich einen Indiz gefunden und der Name fiel auch noch in der Sendung. Ich muss recherchieren. Ich bin mir so unsicher bei Ork geworden, muss ich zugeben. Also, ich habe keine Ahnung, muss ich zugeben. Also wirklich keine Ahnung. Ich weiß null irgendwie, ja, was ich da machen soll bei Ork. Also Performance war natürlich da, aber das Lied hat mich leider null abgeholt. Deswegen, für mich war Ork heute von Song, von der Songauswahl her und von dem Gesamtpaket auf dem letzten Platz. Für mich. Ja, kommen wir zum Gorilla. Hat gesungen I Want It That Way von den Backstreet Boys. Und was für eine geile Performance. Und vor allem auch so das Lied anders gesungen. Das fand ich mega. Und diese Version einfach, ich glaube, ich gucke mir das gleich nochmal an. Ich glaube, ihr könntet da oben jetzt sogar ein Herz sehen. So ein geiler Auftritt. Wirklich so ein geiler Auftritt. Nicht nur, dass ich dieses Lied als Ballade eigentlich mag, wo man eine Rumba zu tanzt. Ja, manche Lieder da schrillen bei mir so schon oder rattert so mein Gehirn und sagt so, ah, eine Rumba, ah, eine Samba, ah, ein Cha-Cha-Cha. Jedenfalls Hammer Choreo, Hammer getanzt. Das war cool anzusehen. Und lustig, ich glaube, das war, wenn ich mich nicht irre, Gorilla, am geilsten fand ich den Teppich. No joke, dieser Teppich, der da lag, geil, lustig, mega. Ja. Und dann kommen wir noch zum letzten Auftritt in diesem Duell. Zum Seestern. Seestern hat mit Starlight von Muse für Gänsehaut gesorgt. Und das war auch ein echt schöner Auftritt. Dann auch noch die Tänzer da mit einer Choreo von Titanic, die dann da so standen, so mit Arm breit und dahinter gestanden. Fand ich schon mega geil. Mit richtig viel Gefühl und Inbrunst gesungen. Das war schon richtig, richtig toll. Also, ja. Hat mich sehr berührt auch, muss ich zugeben, so der Auftritt. Also da hat Seestern echt nochmal alles rausgehauen. Ja. Und dann ist in diesem Duell weitergekommen. Ork. Bin ich ehrlich, kann ich nicht verstehen. Ich hätte sowohl Gorilla als auch Seestern verstanden. Bin ich ehrlich. Weil ich fand beide Auftritte besser. Ich verstehe nicht, und das ist meine persönliche Meinung, dass Ork weitergekommen ist. Also, das ist so für mich so, ja, so eine Fehlentscheidung, wenn man das mal so sagen darf. Aber wie gesagt, ist meine Meinung. Jeder hat seine Meinung. Ihr habt vielleicht vor Ork gestimmt und sagt so, nein, Ork hat doch alles toll gemacht. Ork hat eine tolle Performance hingelegt. Aber zum Vergleich finde ich von Seestern und Gorilla hat mir das beides besser gefallen als vom Ork. Ja, und dann haben folgende Masken gezittert. Dornteufel, Zebra, Gorilla und Seestern. Ja, ihr seht ja, für wen ich gestimmt habe. Und das ist diese Runde gewesen, wo aus beiden Duellen die Zitterer waren. Und dann stand Platz 6 fest. Alle 4 haben gezittert. Ich habe jetzt nicht die Reihenfolge aufgeschrieben. Und den 6. Platz belegt der Gorilla. Es war natürlich auch echt hart, muss man zugeben. 4 Masken, die ich eigentlich potenziell sogar im Finale gesehen habe. Deswegen sehr schade, dass Gorilla nicht ins Finale gekommen ist. Ich hätte ihn sehr gern im Finale gesehen. Und wir fassen mal kurz zusammen. Show 1 hatte ich Janine Michaelsen. Show 2 mit Tscherno Jobatai. Keine Ahnung gehabt. Keine Ahnung. Dritte Show, Paul Potts. Abgehakt. Dann 4. Show, Joanna Zimmer.
abgehakt. War ja letzte Woche. Das heißt, drei Masken zu diesem Zeitpunkt erraten. Und der Gorilla war niemand Geringeres als Rurik Gislason. Und da ist die vier. Da ist sie. Rurik war der Gorilla Hammer. Also, was Nico gesagt hat, stimmt zu 100%. Also wirklich, der kann alles. Es gibt dieses Lied ja Older. Hört euch das gerne nochmal an. Diese Balladenversion kann ich euch nur empfehlen. Gänsehaut habe ich zumindest bekommen, als ich es das erste Mal gehört habe. Und auch jetzt immer noch, wenn ich's höre. Ich finde es so toll, wie er auch gesagt hat, noch bei Red hinterher. Er freut es, diese Erfahrung gemacht zu haben und das erste Mal jetzt nicht so einfach gesungen zu haben. Er hat natürlich einmal ja gesungen. Jetzt mal ein Vocal Coach gehabt zu haben und zu üben. Zwischenzeitlich dachte ich heute tatsächlich, während I Want It That Way, habe ich so kurz gezweifelt, ob er es tatsächlich ist. Trotzdem war ich zu 100% bei ihm, aber nur aus einem Grund, weil er natürlich so außer Atem war. Aber ich habe dann so für mich gedacht, okay, jemand, der vielleicht nicht so singt und dann auch noch unter einer Maske, tanzen und singen, beides, das muss man beherrschen. Und das lernt man mit der Zeit, wenn man auch Musiker und Künstler ist. Und da habe ich so gedacht, aber er ist das ja nicht. Er ist ein Tänzer, aber er ist kein professioneller Sänger. Und er hat es so toll gemacht. Er hatte so tolle Auftritte mit hier, was hat er nochmal alles gesungen? Er hat gesungen. Wie gesagt, heute I Want It That Way. Letzte Woche Superstition von Stevie Wonder, was ich so geil fand mit dieser Tanzperformance. Dann davor Living on a Prayer von Bon Jovi. Und mein absolutes Highlight von ihm war in Show 2 mit Leave a Light On von Tom Walker. Show 1 Basket Case von Green Day. Wenn ich so überlege, bei wem ich natürlich zwischenzeitlich war, man recherchiert ja auch und man findet das und das heraus. Und dann google ich so für mich und finde das dann ja mit den Buchstaben raus. Aber ich freue mich einfach. Ich habe ihn erraten. Ich war, ja, wann war ich bei ihm? Als ich dieses CWQZ hatte, war ich ihm genau in dieser Woche auch auf den Spuren. Und seitdem war ich bei ihm. Und ja, mega. Freue mich, ihn erkannt zu haben. Ich freue mich, dass er dabei war. Das war schön. Leider nur Platz 6. Ich hätte ihn gerne so Platz 5, 4, 3 auch gerne hingeschrieben. Toll. Toll, toll, toll. Ja, und jetzt machen wir weiter mit dem letzten Duell. Welches heißt Dornteufel gegen Seestern gegen Zebra. Eigentlich hätte es umgekehrt sein müssen. Das heißt Dornteufel, dann Zebra und dann Seestern. Hat mich ein bisschen gewundert, dass das irgendwie vertauscht wurde. Frag mich immer noch warum. Weil man ja immer in dieser Reihenfolge steht und performt, wie es davor in den Runden war. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Aber okay. Ja, fangen wir nochmal an mit Dornteufel. Hat gesungen Hold Me Now von Johnny Logan. Wow. Wow. Hat sogar mal kurz Deutsch gesprochen? Man hat die Stimme schon, finde ich, echt gut deutlich rausgehört. Zumindest freue ich mich. Und das kann ich hier... Ja, nee, das kann ich noch nicht sagen. Nee, ich sag's noch nicht. Jedenfalls, so mit so viel Gefühl, ey. Boah, also hat mich echt, echt abgeholt. Und dann als zweites gesungen hat halt Seestern. Und Seestern, und ihr seht da oben schon das Herz, hat gesungen Don't Rain on My Parade von Barbara Streisand. Warum ist da das Herz? Erstmal, es war so toll gesungen und ich bin ja Fan von einer ganz großen Serie. Was heißt einer ganz großen?
Es war von Glee. Und Rachel, die Darstellerin oder die Rolle ja von... Ich komme jetzt gar nicht mehr auf den Schauspielnamen. Manchmal komme ich instant drauf, manchmal nicht. Jedenfalls, das war halt so ihr Lied. Und ich habe mich so in Glee wieder gefühlt. Und es war so schön gesungen. Mit so viel Gefühl, wo ich so wieder dachte... Ist da der gleiche Star drunter? Haben sich auch alle im Rateteam gefragt. Ist da jetzt wieder die gleiche Person drunter oder haben die jemand anderen darunter gesteckt? Wow. Und der letzte Auftritt war dann Zebra mit Greatest Love of All von Whitney Houston. Auch das mega. Mit so viel Gefühl. Also alle drei haben so einen tollen Auftritt hingelegt. Alle drei hätten es eigentlich verdient gehabt, ins Finale zu kommen. Muss man zugeben. Ich habe mich gerade voll verschluckt. Das war so schön. Ja. Aber nach dem Auftritt der Zebras gab es noch eine Werbung und dann ja. Dann Platz 5 fest. Ihr habt ja schon gesehen, für wen ich abgestimmt habe. Ich sag's ja jetzt ja auch nicht mehr. Ihr seht das ja mal anhand des Zeichens. Aber ich fasse zum Schluss gern nochmal zusammen. Ja, Platz 5 belegt Seestern. Seestern hat mich so beeindruckt. Ich fand Seestern so toll, hat alles gegeben. Und fassen wir nochmal zusammen. Dani Michaelsen, erraten. Warner Zimmer, erraten. Paul Potts, erraten. Uri Gisterson, erraten. Und Nummer 5 erraten. Denn Platz 5, das ist Maske Nummer 5, die ich erraten habe, Jasna Fritzi Bauer. Seit dieser Folge, die ich hochgeladen habe, ich habe Caroline Kebekus analysiert. Genau ab diesem Zeitpunkt war ich Jasna auf den Spuren und war so bei ihr. Auch die Indizien dann bei Red nochmal. Man hat dieses Symbol mit den Sternen gesehen, so zielscheibenmäßig, was eben für Tatort spricht. Die Dartscheibe, die natürlich auch so dafür steht, Zielscheibe. Die Bremer Stadtmusikanten mit Tatort Bremen. Die hat das so toll gemacht und ich bin ehrlich, obwohl ich natürlich so nach ihr gegoogelt habe, aber mir wurde dann erst nochmal so bewusst, die ist ja 33. No joke, ich habe die jünger geschätzt. Ist mir heute nochmal so bewusst geworden. Ich dachte echt, die wäre so, keine Ahnung, vielleicht 28, 27, vielleicht nur so ein, zwei Jahre älter als ich. Aber nein, die ist halt schon 33, was ja schon, aber trotzdem toll. Und Caroline Kebekus hat sie ja erraten. Sie hat den Namen aufgeschrieben und ich wusste, sie hat genau den Namen dahin geschrieben. Und nur durch Caroline Kebekus bin ich hier auf die Schliche gekommen. Hammer. Ich freue mich. Und auch die ganze Zeit so mit diesen Armen so seitlich, ey, mega, dieses Kostüm, die Performance ist heute. So eine tolle Show war das. Ja. Und das war also Platz Nummer 5. Meine Lieben, also die Finalisten stehen fest. Im Finale stehen Disco-Kugel, Ork, Zebra und Dornteufel. Drei Frauen, ein Mann. Ich glaube schon, dass eine Frau gewinnt. Und ich hoffe, und da bin ich ehrlich, ich werde meine Prognose am Freitag abgeben. Noch nicht heute. Ich hoffe aber auf eine Maske, weil sie mich eigentlich von Anfang an irgendwie schon so gecatcht hat mit den ganzen Auftritten. Ich bin sehr gespannt, was uns nächste Woche erwartet. Ich bin gespannt, auf welchen Namen Alexander Klaas kommt. Der ist ja nächste Woche da. Freue ich mich auch schon auf Billy Müller. Ich freue mich auf das Opening im Finale. Und welches Lied, weil, ist ja auch nochmal so was Besonderes, finde ich. Wir hatten Bohemian Rhapsody in Staffel 1. Wir hatten, kriege ich noch alles zusammen? Nein, kriege ich nicht. Wir hatten The Greatest Show von in Staffel 2, in Staffel 3 hatten wir auch irgendein Musical-Lied aus Cats oder irgendwie so. Nee, nicht Cats, aber ich komme jetzt gerade nicht drauf.
Staffel 4 hatten wir Fix You von Coldplay. Und letzte Staffel hatten wir von J-Lo Let's Get Loud. Boah, ich hab's doch noch irgendwie bekommen. Nur Staffel 3 weiß ich nicht mehr das Lied genau. Also von daher, ich freue mich auf das Opening, ich freue mich auf die Performances nächste Woche, auf Prognosen, genauer gehe ich aber am Freitag dann drauf ein, wenn die Namen auch kommen. Von daher, ey, ich habe 5 Masken erraten, auch die Community, weil wir alle 10 zusammen, wir haben 5 Masken erraten, aber schreibt trotzdem gerne rein, habt ihr Rurik, habt ihr Jasna erkannt, schreibt sehr gerne in die Kommentare, für wen habt ihr abgestimmt. Für mich nochmal, oder nochmal zusammenfassend in der Reihenfolge, im ersten Dreier-Duell habe ich für Dornteufel abgestimmt, im zweiten Duell habe ich für Gorilla abgestimmt, im dritten Duell habe ich für Zebra abgestimmt und im letzten Duell habe ich für Seestern abgestimmt. Ja, also von daher, ja, wen habt ihr in den Runden abgestimmt? Also ich habe immer für jemand anderen abgestimmt, kann man sagen. Ich würde mich also sehr gerne über den Daumen nach oben freuen. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns dann morgen, für alle zur Infos, morgen für die Fußballfreunde und für alle auch Fußballbegeisterten, morgen Tippspiel am Montag, Freitag kommt dann The Masked Singer, meine Theorien und meine finale Prognose. Von daher, ihr wisst, was zu tun ist, Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Ostersonntag. Habt nochmal einen wunderschönen Tag heute mit der Familie, auch morgen. Morgen ist ja Ostermontag, das heißt auch nochmal ein Feiertag. Das heißt, für die, die in die Schule gehen, ihr müsst noch nicht in die Schule, erst am Dienstag. Von daher ist ja dann auch nochmal schön, einen freien Tag zu haben. Ich wünsche euch was und mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal rein und tschüss.